Herzlich willkommen bei Ostwind TV, jetzt live zu sehen, früher bei Radio Ostwind zu hören. Ich bin Sven. Kennt ihr den Geiseltalsee oder wart ihr ganz und gar schon mal am Geiseltalsee? Wir waren für euch vor Ort, haben Bilder gemacht. Genau, Sven, wir haben mehr als genug Bildmaterial am See gesammelt, welches wir euch nun zeigen möchten. Und mal ehrlich, so weit ist der Geiseltalsee von unserer Homebase Naumburg an der Saale auch gar nicht entfernt. Egal ob Müchel oder Braunsbedra, mit dem Auto ist man auf jeden Fall schnell vor Ort. Wir starten aber hier in Müchel und Werner Gutjahr, der schrieb in seinem Buch Rund um den Geiseltalsee folgendes. Seit länger als 300 Jahren befindet sich das ehemalige Braunkohlrevier Geiseltal im Wandel und daran hat sich bis heute nichts geändert. Nur hat der Wandel inzwischen eine andere Qualität bekommen. Nachdem nämlich am 30. Juni 1993 die Kohleförderung eingestellt wurde, dienten alle Aktivitäten nicht mehr der Zerstörung der Landschaft, sondern deren Renaturierung und sinnvollen Nutzung. Die Restlöcher wurden durch Flutungen mit Saalewasser in Seen verwandelt, die Hochkippen in Wanderziele mit Aussichtstürmen, in Naturschutzgebiete oder gar in Weinberge. Es wurden Radwanderwege, Hafenanlagen, Schutzhütten und Objekte zur Seeregulierung und die Versorgung der Touristen geschaffen. Aber das ist eben erst der Anfang. Der Geiseltalsee ist mit 41 Kilometern Uferlänge der größte im Revier. Vermutlich werden noch etliche Jahre vergehen, bevor möglichst viele der ehrgeizigen Pläne und Visionen zur Gestaltung des Umfeldes verwirklicht werden. Bestimmt, aber nicht alle. Bis heute hat sich der Geiseltalsee schon bei vielen Menschen als Ort der Erholung herumgesprochen. Egal ob an der Marina in Müchel oder Braunsbedra mit der Seebrücke. Am See kann man Wassersport betreiben, baden und Sonne tanken, mit dem Drahtesel eine Tour rund um den See starten oder wer es etwas ruhiger angehen möchte, mit dem Geiseltal-Express die Natur am See entdecken. Einfach mal die Sorgen des Alltags hinter sich lassen, um frische Kraft zu tanken. Ein Besuch des Geiseltalsees ist zu jeder Jahreszeit ein Erlebnis. Viele Pensionen und kleine Hotels gibt es schon, doch unser Tipp, mietet euch doch einfach mal eines der schönen neuen Ferienhäuser am See. Wenn ihr noch kein Besitzer eines Bootes oder einer Yacht seid, kein Problem. Am See kann man Tretboote oder Motorboote mieten, um so den See vom Wasser aus zu erkunden und das ganz führerscheinfrei. Mit der Flutung des Sees wurde im Juni 2003 begonnen und war im April 2011 beendet. Er ist an seiner tiefsten Stelle knapp 80 Meter tief und fast 423 Millionen Kubikmeter Wasser. Der Geiseltalsee ist also der größte künstlich angelegte See in Mitteldeutschland. Wir hoffen, ihr habt nun Lust auf die ehemalige Bergbauregion an der Geisel bekommen und geben damit zurück zu dir, Sven, mit einem kräftigen Glück auf.
Kennt ihr den Blütengrund oder ganz und gar unser altes Schwimmbad? Wir waren für euch drin und haben Bilder eingefangen. Und dies könnt ihr in einem unserer nächsten Projekten sehen, ganz und gar auch in Videos.